So, auf die Frage, wie alt ist Margie Engel, das darf ich Ihnen sagen, denn Margie hatte in diesem Jahr Geburtstag. Diejenigen, die ihr noch im Nachhinein gratulieren wollen, dürfen das tun, aber am 31. März war es schon ein bisschen her und da ist sie 60 Jahre alt geworden. Margie Engel hat weit über 4 Millionen US-Dollar in Gewinngeldern gewonnen, zählt damit mit zu den erfolgreichsten Springreiterinnen in den Vereinigten Staaten. Jetzt kommen wir zu Luciana Diniz. Jetzt kommen wir zu einem weiteren hochinteressanten Hengst aus dem Hause Jünger stammend, dieser Canturo Sun. Das ist vielleicht noch nicht ganz so, dass sie sich auf die Schenkel schlagen und sich freuen, aber das ist der erste Sohn von Fit for Fun. Das ist Camargo. Das im Übrigen ist Jensemann. Ah, das weiß ich. Jens ist im Übrigen einer, der sich perfekt mit Akupunktur auskennt und die Pferde von Luciana Diniz ebenfalls behandelt. Diejenigen, die sich da jetzt freuen, da haben wir ihn gesehen. Das ist Familie Jünger, Ralf Jünger ganz besonders. Und eine tolle Karriere hat dieser Hengst gemacht. Es ist gar nicht lange her, ich glaube so gerade mal anderthalb Jahre her, da war Ralf Jünger noch erfolgreich mit ihm im Sattel. Ich erinnere mich an Braunschweig. Dann hat Luciana gesagt, meine Güte, ich will nicht nur Fit for Fun unterm Sattel, sondern auch ihren Sohn. Und hat ihn in den großen internationalen Sport gebracht. Und wie, das dürfen wir jetzt hier in Aachen erleben, nämlich mit einer perfekten Nullrunde. Freut man sich, mit dabei zu sein.